Thema Live. Die großen Interviews. Aktuell, kritisch, unabhängig. Thema Live. Nur auf OE24 TV. Es ist die Diskussion der Woche, der Aktivismus der Klimaschützer. Sie beschütten Kunstwerke, blockieren Straßen, sorgen beinahe täglich mit Aktionen, sowohl in Österreich wie überall in Europa, für Aufregung. Sie kämpfen mit schrillen Mitteln gegen die angebliche Passivität der Politik und den geringen Aufwand, der zum Beispiel bei der Klimakonferenz in Sharm el-Sheikh ausgerichtet worden ist. Mein Name ist Karl Wendel. Ich diskutiere heute abermals mit Marta Grumbeck, Aktivistin der Gruppe Letzte Generation, die radikalste Gruppe unter der Vielzahl der Klimaschützer, und Karl Marer, Chef der ÖVP in Wien. Er sieht die Sache zwangsläufig ein wenig anders als die Aktivisten. Deshalb gleich an Sie, Herr Marer, die erste Frage. Sie halten nicht so viel von den Klimaradikalos. Warum eigentlich? Also zuerst einmal vielen Dank für die Einladung. Es gibt die Möglichkeit, dass wir auch im Gespräch miteinander sind, denn das ist auch meine These, ja? Im Gespräch sein und nicht mit radikalen Methoden Menschen in ihren Freiheiten einschränken. Ja, ich habe etwas gegen Klimaaktivisten, wenn sie nicht Klimaaktivisten sind, sondern Menschen sind, die einfach Straßen blockieren oder Kunstwerke beschädigen oder fast beschädigen. Da habe ich was dagegen, weil ich glaube, die Menschen haben ein Recht, in ihrer Freiheit uneingeschränkt zu sein. Und sie hätten viele Möglichkeiten der Argumentation, viele Möglichkeiten der Gespräche. Aber eines müssen sie auch einsehen: wenn nicht alle ihrer Forderungen umgesetzt werden oder sofort umgesetzt werden, dann heißt das auch, dass man in einem demokratischen Rechtsstaat sich an Entscheidungen auch von Mehrheiten zu halten hat. Und da kann es nicht das richtige Mittel sein, sich auf die Straße zu setzen, sich festzukleben, tausenden Menschen einen künstlich erzeugten Stau zu produzieren und, wie wir es gesehen haben, auch bereits in einigen Bereichen echte Gefährdungen von Menschen, ihrer Gesundheit oder ihrem Leben zu riskieren, wenn die im Stau stehen und nicht mehr rauskommen. Frau Grumbeck, Sie sind Molekularbiologin, sind Aktivistin, beziehen dafür noch kein Geld, wie Sie selbst sagen, sind inzwischen das bekannteste Gesicht der sogenannten Superkleber. Ja, also warum dieser Extremismus? Naja, also was ist wirklich extrem, muss man sich mal die Frage stellen. Und wenn man sich ansieht, was die wissenschaftlichen Prognosen sagen zu dem, wo wir stehen bei der Klimakrise, das ist extrem. Wenn der UN-Generalsekretär selbst sagt, wir rasen in die Klimahölle und wir haben den Fuß am Gaspedal, das ist extrem. Es ist extrem, wenn wir allen kommenden Generationen und auch schon vielen heute lebenden Menschen ihre Zukunft kaputt machen, ihr Recht auf Überleben kaputt machen, dadurch, dass wir viel zu wenig tun, um diese Klimakatastrophe irgendwie noch einzudämmen. Dass wir deswegen zu anderen Mitteln greifen, liegt daran, dass zum Beispiel die Fridays for Future seit 4 Jahren protestieren, friedlich, im Rahmen des Gesetzes, und dass sie sich seit 4 Jahren eigentlich nur mehr ignoriert fühlen. Die haben von Anfang an mit den wissenschaftlichen Fakten argumentiert, mit dem Stand der Wissenschaft, mit dem Stand der Klimaforschung. Und das Ergebnis ist, dass diese wissenschaftlich gut begründeten Forderungen, die nach dem Stand der Physik im Prinzip sind, immer noch bis heute weiter ignoriert werden. Und da gab es kürzlich auch einen Twitter-Post von den Fridays for Future Österreich zu dem Thema vom Herrn Schmuckenschlager, dass der gemeint hat, die Forderungen, das wäre ja sehr eingeflossen in den politischen Diskurs und man wäre ja an der Umsetzung, dass sie das überhaupt nicht so sehen. Warum, Herr Marer, ist es eigentlich so kompliziert, in der Klimafrage irgendwo politisch etwas weiterzubringen? Also alle sagen ja, dass die Klimakonferenz, die es gegeben hat in Ägypten, eher gescheitert ist. Außerdem ist es ja fraglich, ob man in einem Land wie Ägypten, wo der Nil auf 1000 Kilometer völlig versaut ist,
überhaupt eine Klimakonferenz abhalten soll. Warum ist das so schwierig, einen Dialog zusammenzubringen? Also ich glaube, die 27. Klimakonferenz, die jetzt gerade zu Ende gegangen ist, beziehungsweise gerade jetzt zu Ende geht, ist der Beweis dafür, dass dieses Thema nicht mit einem Fingerschnipper zu erledigen ist oder zu lösen ist. Es ist eine globale Herausforderung, wo jeder Staat, aber auch jeder Mensch individuell gefordert ist, seinen Beitrag zu leisten. Und da stimme ich mit allen, die für den Klimaschutz eintreten und die sagen, wir gehen da in eine bedenkliche Entwicklung vollkommen überein. Wir sollten nur, und das fordere ich ja in der Politik schon seit langer Zeit, eine Abrüstung der Worte sicherstellen. Also ich halte nichts von extremen Worten und ich halte auch nichts von extremen Handlungen, denn das führt dazu, dass die Gesprächsbereitschaft der unterschiedlichen Seiten nachlässt. Wir müssen einfach zur Kenntnis nehmen, dass wir eine Schritt-für-Schritt-Politik umsetzen müssen. Und wir müssen auch zur Kenntnis nehmen, dass das Thema Klimaschutz nicht das einzige Thema ist, das uns beschäftigt. Wir müssen das ganz stark im Fokus halten. Aber wir haben in der Zwischenzeit die größte Wirtschaftskrise in Österreich, der Zweiten Republik, was die Teuerung, was die Inflation betrifft. Wir haben Gott sei Dank noch Wirtschaftswachstum. Wir haben Gott sei Dank noch eine gute Beschäftigung. Aber wir haben auch eine Situation, wo Menschen Angst vor dem Dritten Weltkrieg haben. Und in der Phase und in der Situation muss man auch ausgewogene Entscheidungen treffen. Daher zusammengefasst, viele Experten haben zum Thema Klimaschutz ganz allgemein und zu vielen Details unterschiedliche Meinungen. Aber mein zusätzlicher Ansatz ist, man muss Klimaschutzmaßnahmen auch ausgewogen zu anderen setzen. Und da ist die ökosoziale Steuerreform in Österreich, die ja die Bundesregierung unter Volkspartei und Grünen auf den Weg gebracht hat, ein erster Schritt in die richtige Richtung. Zum ersten Mal gibt es eine CO2-Bepreisung, aber ausgeglichen mit einem Klimabonus, sodass die Menschen sich das Leben auch noch leisten können. Und ich glaube, Klimaschutz ist wichtig, aber immer in einer ausgewogenen Politik. Sie finden, das ist ein zu langsamer Weg. Sie wollen schnelle Lösungen und vor allem, Sie wollen, dass man auf Ihre Forderungen eingeht. Naja, das Problem ist, die Klimakrise ist nicht ein Problem unter vielen. Die Klimakrise ist das Problem, von dem alle anderen Probleme, wenn wir sie nicht lösen, immer schlimmer und schlimmer bis zur Unerträglichkeit werden. Wir haben es jetzt gerade zu tun mit einem Krieg, mit der russischen Invasion in der Ukraine. Die russische Armee wurde aufgerüstet über viele, viele Jahre mit Geld, das der russische Staat eingenommen hat über den Verkauf von hauptsächlich Öl und Gas, fossilen Brennstoffen. Die Klimakatastrophe, wenn sie denn eintritt, und wir sind momentan auf dem Weg dorthin, wird dafür sorgen, dass Dürrekatastrophen immer häufiger werden, dass das Wetter immer unberechenbarer wird. Es wird die landwirtschaftliche Produktion in weiten Teilen der Erde schwer treffen. Es wird die Wasserversorgung für viele, viele Millionen von Menschen gefährden. Und wenn einmal die Lebensmittelversorgung, die ja von der Landwirtschaft abhängt, und die Wasserversorgung nicht mehr da sind, wie kann man unter diesen Bedingungen noch irgendeine Wirtschaft haben? Wir denken immer über den reichlich gedeckten Gabentisch, wo die Wirtschaft uns die eine Köstlichkeit nach der anderen auftischt. Wir denken nicht daran, was passiert, wenn der ganze Tisch zusammenbricht. Das passiert, wenn sich das Klima verabschiedet. Und wir müssen immer auch die physikalischen Realitäten, die physikalischen Gesetze und die Möglichkeit von gefährlichen Kippelementen im Klimasystem, die schon bei 1,5 Grad ausgelöst werden könnten, wir wissen nicht genau, wo die ausgelöst werden, aber die schon bei 1,5 Grad ausgelöst werden könnten und in sie eine gefährliche Kettenreaktion bringen können, bedenken. Und dieses langsam, langsam, langsam in der Klimapolitik und nicht einmal die einfachsten Dinge, die man sofort umsetzen könnte, zum Beispiel Tempo 100 auf der Autobahn, zum Beispiel keine neuen Öl- und Gasbohrungen, dass nicht einmal diese einfachsten Dinge umgesetzt werden, da frage ich mich, ob die Politik die Ernsthaftigkeit der Klimakrise und die Dringlichkeit und die Auswirkungen auch nur ansatzweise verstanden hat. Sehen Sie, das ist auch unser ideologischer Unterschied. Ich bin für Freiheit und Sie sind für Zwang. Ich bin für die Freiheit, zum Beispiel Menschen entscheiden zu lassen, ob sie auf der Autobahn 100 km/h fahren wollen. Sie sind für den Zwang, dass alle 100 fahren müssen. Es ist ja auch heute nicht so, dass die Menschen 130 fahren müssen. Sie können ja durchaus auch langsamer fahren. Wissen Sie, und ich glaube, der Zugang sollte sein, Menschen von Notwendigkeiten auch zu überzeugen.
Ihre Argumentation, den Klimaschutz de facto, wie Sie es fast wörtlich ausgesprochen haben, mehr oder weniger mit dem Kopf durch die Wand durchzusetzen oder mit ihren Klebemethoden durchzusetzen oder mit Beschädigungen von Kulturgütern durchzusetzen, das ist das Problem, das Zentrale, dass sie mit diesen Aktionen die Gesprächsbereitschaft von Menschen, die durchaus positiv zum Thema stehen, beenden. Weil die Menschen werfen dann Klimaschutz, wichtige Klimaschutzinteressen mit ihrem teilweise, verzeihen Sie mir, grenzwertigen, manche sagen verrückten Aktionismus in einen Topf und sagen, ich mache die Ohren zu und höre mir gar nicht mehr das an. Wissen Sie, wir müssen die Menschen mitnehmen. Und Politik hat eine wesentliche Aufgabe, die Menschen auf dem Weg mitzunehmen. Und da sind Sie leider keine Unterstützerin. Teil Ihres Aktionismus ist Aufregung erzeugen mit den Sitzblockaden. Sie sind, glaube ich, innerhalb der Gruppe Letzte Generation, die ja relativ neu ist, die Spitzenreiterin, was Haftstrafen als solches anbelangt. Wie oft sind Sie eigentlich schon von der Polizei abgeführt worden? Und wie lang ist eigentlich schon das Strafregister, das da ausgestellt worden ist gegen Sie? Also ich zähle inzwischen nicht mehr mit, aber auch die Gespräche, die wir da führen, wenn wir abgeführt werden von der Polizei mit den Polizistinnen und Polizisten, die sind teilweise durchaus positiv. Und das Verwaltungsstrafregister, das ich angehäuft habe, ich denke, irgendwann einmal wird man ein Buch brauchen, um das da alles drin abzubilden. Zu den Vorwürfen vom Herrn Mara zum Thema Kunstgüter, Kulturgüter. Es wurde kein einziges Kunstwerk beschädigt durch Aktionen der letzten Generation. Bei uns in Wien ist auch das Bild selbst, dieser wunderschöne Klimt, hinter Schutzglas gewesen mit 10 cm Sicherheitsabstand. Das heißt, da ist nur Flüssigkeit, eben diese schwarze Flüssigkeit auf der Scheibe gewesen. Kein einziger Tropfen davon ans Bild gelangt. Was die individuelle Freiheit betrifft. Es gibt auch in einer Demokratie Grenzen dieser individuellen Freiheit. Und zwar vor allem da, wo die Freiheit der anderen anfängt. Und was ist mit der Freiheit der Menschen, die heute erst geboren werden? Was ist mit der Freiheit der Menschen, die heute in ihren Teenagerjahren sind? Was ist mit deren Freiheit, einmal die Erde noch so genießen, so erleben zu können, wie wir sie heute vorfinden? Weil denen machen wir momentan ihre Freiheit komplett kaputt, indem wir uns in eine Klimahölle begeben. Auch das Wort Klimahölle, Zitat vom UN-Generalsekretär. Und die Frage ist wirklich, wir wollen das nicht tun. Dieses Ankleben, das ist überhaupt nicht angenehm. Auch das abgelöst werden dann teilweise mit blutigen Fingern, das ist alles andere als angenehm. Es wäre mir so viel lieber, wenn es ausreichen würde, mit der Politik über die wissenschaftlichen Fakten zu reden und wenn PolitikerInnen den Stand der Wissenschaft und den Stand der Physik einfach einbeziehen würden in ihre Überlegungen und Gesetze verabschieden würden, die mit dem wissenschaftlichen Sachstand, mit den physikalischen Gesetzen vereinbar sind. Weil die physikalischen Gesetze, die können wir nicht so einfach wie die anderen Gesetze alle im Nationalrat ändern. Ja, aber nehmen Sie bitte zur Kenntnis, dass Ihre Meinung zu verschiedensten Themen, die Sie als Forderungen aufstellen, selbst unter Experten umstritten sind. Nehmen Sie bitte zur Kenntnis, dass man Entscheidungen zu Ihren Detailforderungen auch in ausgewogener Form unter Berücksichtigung anderer Interessen treffen muss. Und nehmen Sie bitte zur Kenntnis, wenn Sie sich auf der Straße ankleben, ist das nichts anderes als eine Straftat. Ich bezeichne Sie daher nicht als Klimaaktivistin, sondern ich bezeichne Sie als Straftäterin, ganz konkret als Verwaltungsstraftäterin. Und wenn Sie vorher, wie Herr Wendel angesprochen hat, Sie sind Rekordhalterin im Verwaltungsstrafverfahren, lächeln, dann habe ich das Gefühl, fast, Sie sind stolz darauf. Also ich sage Ihnen, ich wäre nicht stolz. Sie verletzen den Rechtsstaat und das ist nicht in Ordnung. Und daher fordere ich nicht nur Freiheitsstrafen, sondern ich fordere auch, dass all die Kosten, die durch den Polizeieinsatz entstehen, den Verantwortlichen auferlegt werden. Und ich fordere letztlich auch auf, dass die Ermöglichung
von zivilrechtlichen Ansprüchen gegen sie sichergestellt wird. Denn es gibt Menschen, die durch den ausgelösten künstlichen Stau oder, wenn wir es uns international auch anschauen, durch Beschädigungen von Kunst- und Kulturgütern nicht nur in ihren Rechten geschädigt werden, sondern auch materiell geschädigt werden und teilweise auch in ihrer Gesundheit und in ihrem Leben gefährdet werden. Und da muss es ganz klare Schadenersatzforderungen geben. Das ist unser Forderungspaket, das wir haben. Aber das Wichtigste, was ich habe, ist der Appell. Werden Sie bitte oder kehren Sie zur Vernunft zurück. Sagen wir es einmal so, dass ich Ihnen diplomatisch eine Brücke baue. Kehren Sie zur Vernunft zurück und argumentieren Sie, gehen Sie ins Gespräch, aber nehmen Sie auch zur Kenntnis, dass Sie nicht 100% der Wahrheit gepachtet haben. Das heißt, der Ton wird schärfer und auch möglicherweise die Maßnahmen gegen Sie und Ihre Gruppe, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Wenn versucht wird, mir Geldstrafen in was weiß ich für Höhen aufzubürden, tun Sie es? Ich tue es nicht. Ich bin nur ein Politiker, ich kann nur die Forderungen rechtstellen. Aber können Sie gerne tun? Mehr als alles kann man mir nicht wegnehmen. Und wo kein Geld da ist, da ist keines zu holen. Das heißt, das Maximum an Strafe, was mir aufgebürdet werden kann, ist eben, mich einzusperren. Und das schreckt mich auch nicht mehr. Dann fallen Sie einfach ins Sozialnetz. Ich würde Ihnen empfehlen, vielleicht einmal auch zu arbeiten und vielleicht etwas für die Gesellschaft beizutragen, indem Sie Ihre Leistungen einbringen. Ich würde auch lieber im Labor stehen und mich um neue Methoden dann kümmern. Dann tun Sie es, das hilft der Gesellschaft. Die Qualität unserer Innenraumluft verbessern sehen können. Sehen Sie, zahlen Sie lieber Steuern, statt dass Sie die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler schädigen. Aber das Problem ist, dass es halt leider nichts daran ändert, dass PolitikerInnen unsere Zukunft kaputt machen, indem sie völlig ignorieren, wo wir momentan stehen. Es wurde angesprochen, Kunst- und Kulturzerstörung. Noch einmal, es ist kein einziges Kunstwerk zu Schaden gekommen durch Aktionen der letzten Generation. Es ist aber in Deutschland ein ganzer Dom abgebaggert worden für Kohle drunter. Das heißt, auf einmal ist die Kunst gar nicht mehr relevant, wenn es möglich ist, darunter Kohle zu buddeln. Bezüglich der Forderungen. Also dass niedrige Tempolimits auf der Autobahn, Öl sparen, Sprit sparen, CO2 sparen, ist wissenschaftlich unumstritten. Ich verstehe überhaupt nicht, wo diese ganze Ideologiedebatte herkommt. Das gab es nämlich schon einmal. In den 1970er Jahren, 1973, großer Ölpreisschock. Da war auf einmal das Öl knapp. Und auf einmal haben die unterschiedlichsten Regierungen, um Öl zu sparen, auf zum Beispiel Tempolimits zurückgegriffen. Es wurde ein Tempolimit eingeführt in den USA, es wurde eins eingeführt im Vereinigten Königreich, in Deutschland, Österreich auch, unter Kreisky kamen sogar noch autofreie Tage dazu. Und es war eigentlich völlig losgelöst von der Ideologie, wenn man sich angeschaut hat, die wissenschaftlichen Fakten, die Physik des Fahrtwiderstands, dass man einfach mit dem Auto weniger Sprit braucht, wenn man das Tempo von zum Beispiel 130 runternimmt auf 100. Und so einen ähnlichen Zugang würde ich mir auch wünschen, dass man sich die wissenschaftlichen Fakten anschaut, die Untersuchungen dazu, und darauf basierende Entscheidungen trifft. Und die Tempolimit-Debatte, es ist eine der einfachsten Maßnahmen, die man treffen kann, die sofort wirkt, die auch auf die Wirtschaft laut dem Umweltbundesamt positive Auswirkungen hätte und die sofort uns fast 500.000 Tonnen CO2 im Jahr einsparen. Aber Frau Grumbeck, eine Frage an Sie. Glauben Sie wirklich, dass Sie durch Ihren Aktionismus einen Menschen dazu bringen, Ihr Argument ernst zu nehmen und auf der Autobahn langsamer zu fahren? Glauben Sie, dass durch diesen Aktionismus Menschen überzeugt werden? Ich glaube es nicht. Also gestern erst hat mich meine Tante angerufen, meine Patentante. Und die hat gemeint, dadurch, dass ich ja immer sage, langsamer, weniger Tempo auf der Autobahn und somit mit so viel Nachdruck dafür eintrete, hat sie es selber ausprobiert mit ihrem Auto und sie hat gesagt, sie verbraucht einen Liter weniger. Und es war auch generell weniger Stress für die ganze Reise. Das heißt, ich habe schon zumindest einen Menschen überzeugt und auch was an... Sie hätten aber auch ohne Aktionismus, hätten mit der Tante öfter einen Kaffee getrunken und ihr hast gesagt, das vielleicht auch. Glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass es ohne den entsprechenden Zwang geht. Nennen Sie Aktionismus, ohne dass es ohne den entsprechenden Aktionismus möglich gewesen wäre,
einen Sitz zu haben in diversen Diskussionen, die entsprechenden Interviews zu geben, über die Medien auch die wissenschaftlichen Fakten nach außen zu kommunizieren. Es wäre gut, wenn das alles auch ganz einfach über den regulären Weg der Demokratie gehen würde, über zum Beispiel Petitionen starten, über angemeldete legale Demos. Das Problem ist, das haben Leute schon die ganze Zeit versucht und es hat nicht gereicht. Da treten Sie in den Diskurs mit der parlamentarischen Demokratie. Sie haben eine Bundesregierung bestehend aus Volkspartei und Grünen. Gehen Sie dorthin, überzeugen Sie die Menschen, diskutieren Sie oder lassen Sie sich auch davon überzeugen, dass vielleicht das eine oder andere Argument von Ihnen vielleicht doch nicht so ganz richtig ist. Viele werfen Ihnen vor und Ihrer Gruppe, dass Sie eigentlich den Weg der regulären Demokratie eigentlich gar nicht gehen wollen, sondern Sie suchen schon ganz bewusst ziemlich radikale Aktionen. Teilweise wird dafür sogar geübt. In Deutschland gibt es Klebeaktionen, indem man sich Windeln anlegt, um zu schauen, wie klebe ich am besten. Sagen Sie, wie weit würden Sie eigentlich gehen mit Ihrem Aktionismus? Viele sagen ja auch, das ist bereits am Weg zu einer noch radikaleren Gruppe. Ja, für uns ist die klare Grenze bei der absoluten Gewaltfreiheit. Von uns wird niemals Gewalt gegen andere Menschen ausgehen oder generell gegen empfindende Lebewesen. Wir werden niemals Menschen wehtun. Und das sind eben auch die klaren Grenzen. Es ist eher so, dass uns wehgetan wird, wenn wir uns in den Weg stellen. Und ich kann es durchaus nachvollziehen. Es nervt, wir stören. Und dass da jetzt Menschen vielleicht kurzzeitig ausrasten und versuchen, uns eine runterzuhauen oder sowas, gibt es allerlei Videos. Zum Beispiel einmal ist eine Autofahrerin ausgestiegen und hat jemanden mit Wasser übergossen. Aber das andere ist wieder, wir erleben auch so viel Solidarität von Menschen, die verstanden haben, was Klimakatastrophe bedeutet, worauf wir zusteuern zum Beispiel, oder die auch einfach nur nicht verstehen, wie man Menschen, die da friedlich da sitzen, sowas antun kann. Zum Beispiel bei der einen Autofahrerin, die jemanden von uns übergossen hat, ist eine Autofahrerin kurz danach ausgestiegen und hat der Person Servietten gegeben zum sich abtrocknen. Das heißt, da sieht man im Prinzip auch, wir rütteln auf, wir machen aufmerksam auf eine Weise, dass es nicht ignoriert werden kann. Und wir zwingen Menschen dazu, sich mit dem Thema zu beschäftigen und es auch in den Stammtischen zu diskutieren. Dieses Wort, wenn Sie sich vielleicht die Aufzeichnung dieser Diskussionssendung selbst anschauen, selbstkritisch, dieses Wort des Zwingens, das ist das, was uns als bürgerlich-liberale Partei, der Volkspartei, von Ihnen vollkommen unterscheidet. Wir zwingen nicht die Menschen. Wir setzen auf Eigenverantwortung, wir setzen auf Freiheit und wir setzen auf Vernunft. Und das ist offensichtlich bei Ihnen nicht der Fall. Ich kann Ihnen nur noch einmal sagen, Sie treten Ihre guten Anliegen, was den Klimaschutz betrifft, buchstäblich mit Füßen. Gehen Sie in Gespräche und hören Sie auf mit dem Aktionismus, der in Wirklichkeit den Rechtsstaat auf den Kopf stellt. Aber Sie haben ja auch indirekt Haftstrafen für jene gefordert, die sich wirklich offensiv da gegen die Staatsgewalt stellen. Ich habe es gefordert, aber ich fordere hier nichts Neues. Sie wissen es, es gibt im Verwaltungsstrafgesetz eine Bestimmung, wenn Menschen eine Verwaltungsübertretung immer wieder begehen und sie nicht anders abgehalten werden können von der neuerlichen Begehung einer Verwaltungsübertretung, dann können sogenannte Primärarreststrafen verhängt werden. Und das wird auch verstärkt getan. Das wird ja auch in anderen Ländern bei anderen Rechtssystemen getan, aber in Österreich wird es auch getan. Und das ist für den Rechtsstaat eigentlich das letzte Mittel, dass man das tut. Und ehrlich gesagt, ich finde diese Forderung zwar notwendig rechtsstaatlich, aber mir wäre es viel lieber, wenn Sie zur Vernunft kommen würden und endlich einmal erkennen, dass Sie die Menschen beim Thema Klimaschutz mitnehmen müssen und dass Sie endlich einmal erkennen, dass Sie nicht 100% der Wahrheit gepachtet haben. Das war der erste Teil unserer Diskussionssendung. Wir schalten jetzt kurz in eine Werbepause. Danach geht es weiter mit der Frage, wer finanziert eigentlich diese Klimaradikalos? Wogegen treten sie wirklich aus? Wie stark ist die Gruppe inzwischen in Österreich? Und vor allem, gibt es einen massiven Konkurrenzkampf innerhalb dieser Klimagruppen zu Fridays for Futures, Letzte Generation und Greenpeace. Fellner Live, die großen Interviews, aktuell, kritisch.
Kritisch, unabhängig. Fellner live. Nur auf OE24TV. Die Klimaaktivisten, sie bestimmen momentan die öffentliche Diskussion. Heute bei uns zu Gast Marta Krumbeck und Karl Mara, ÖVP-Chef in Wien. Frau Krumbeck, sagen Sie, viele stellen sich die Frage, wovon leben Sie eigentlich? Wer unterstützt die Gruppe Letzte Generation, die ja erst vor einigen Monaten entstanden ist und etwa 30 bis 60 Personen stark ist? Wo kriegen Sie Ihr Geld her? Naja, persönlich ist es derzeit so, dass ich lange Zeit mit eigenen Ersparnissen haushalten konnte. Und wenn man sich anschaut, die Spenden, die Letzte Generation in Österreich bezieht, ist alles transparent einsehbar über letztegeneration.at/spenden. Da ist die Unterseite verlinkt und da sieht man auch, wo das Geld herkommt, welche Individuen gespendet haben und wofür wir es verwenden. Derzeit großteils Material. International ist es so, es gibt zum Beispiel den Climate Emergency Fund. Es ist im Prinzip ein Fonds, der Geld ausschüttet für gewaltfreien zivilen Widerstand, um die Klimakatastrophe irgendwie noch aufzuhalten. Und das sind verschiedenste Menschen, die in diesen Fonds einzahlen, unter anderem auch Menschen mit viel Geld. Weil wenn einem in 5 Jahren zweimal die Villa abbrennt, dann überlegt man sich vielleicht doch, ob bei der Klimakrise nicht doch einiges im Argen ist. Aber wenn man sich anschaut, was dieser Fonds international an Geld zu verteilen hat, sind ca. 5 Millionen Dollar im Jahr. Dann setzt man das in Verhältnis zu dem, was ein einziger von den großen Ölkonzernen ausgibt, um die Politik zu lobbyieren. Das sind zig Millionen. Wenn man alle zusammenzählt, so Größenordnung sicher 200 Millionen und mehr im Jahr, die ausgegeben werden, nur fürs Lobbyieren der Politik im Sinne von fossilfreundlicher Politik, dann wären die Relationen klar. Es gibt auch eine Studie, die zeigt, dass ziviler Widerstand eines der effektivsten Mittel ist, um beim Klimaschutz wirklich was voranzubringen. Nämlich erstens einmal deutlich effektiver pro eingesetztem Euro, pro eingesetztem Dollar als die klassischen Umwelt-NGOs. Und diese Umwelt-NGOs sind auch wieder um ein Vielfaches effektiver als die sogenannten Offset-Maßnahmen, wo man quasi direkt individuelle Maßnahmen fördert. Und bezüglich der Freiheit, weil der Herr Mara immer wieder von der Freiheit spricht, aber wie schaut es denn aus mit der Freiheit zum Beispiel, sich selbst zu entscheiden, was für Drogen man nehmen mag? Das ist ja auch eine individuelle Freiheit. Aber da sagt die ÖVP mit durchaus guten Argumenten, diese Freiheit sollte eingeschränkt sein. Aber wie schaut es aus mit der Freiheit, mit der grenzenlosen Freiheit, zum Beispiel anderen die Luft mit Emissionen zu verpesten, den öffentlichen Raum voll zu stellen und für andere Zwecke unbenutzbar zu machen und. Das ist die Frage direkt an Sie. Ja, ich glaube, wir sollten hier nicht Äpfel und Birnen mischen, weil dann müsste ich Ihnen mit der Frage entgegenkommen, wie es denn eigentlich ausschaut mit dem 11- und 14-jährigen Mädchen, das in Beaufsichtigung der Magistratsabteilung 11 auf einmal in die Situation kommt, Ecstasy-Tabletten zu nehmen und letztlich in einer Wohnung vergewaltigt werden. Das sind Auswüchse, die wir auch besprechen können und wo ich meine, es endet die Freiheit natürlich schon auch dort, wo, wie Sie selbst gesagt haben, die Freiheit der anderen beginnt. Und mein Zugang ist, und das merke ich in unseren Diskussionen immer wieder, Sie neigen dazu, immer alles sehr einseitig zu sehen und immer zu glauben, dass Sie wirklich völlig recht haben. Blenden Sie bitte nicht aus, dass die OMV zum Beispiel ihr gesamtes Geschäftssystem umgestellt hat in den letzten Jahren, dass es hier eine völlige Veränderung gibt bei der OMV. Sie werden mir natürlich sagen, ja, das ist schon richtig, aber es ist noch immer nicht genug und es geht noch immer nicht schnell genug. Da gebe ich Ihnen auch recht, aber Sie müssen doch oder sollten doch auch akzeptieren, dass es auf diesem schwierigen Weg einfach viele, viele, viele Möglichkeiten gibt, die auch genutzt werden. Nicht nur von der Politik, sondern auch von der Wirtschaft. Und ich glaube, dieses Annehmen von Veränderungen, die auch Fridays for Futures mitgestaltet hat oder mitbewegt hat, dieses Anerkennen, ja, es bewegt sich etwas, das sollten Sie tun. Und ich glaube, der Weg kann nicht sein, statt dem Gespräch zivilen Widerstand zu fordern, die Menschen zu verärgern, teilweise zu Aggressionen zu bringen, die Aggressionsspirale steigen zu lassen, sondern das Ziel muss sein, in den Gesprächen
in den Gesprächen zu bleiben, die Gespräche zu suchen, auf demokratischer Basis, auf demokratischer Ebene. Und das kann ich Ihnen nur empfehlen, das sollten Sie tun. Denn mit dem Kopf durch die Wand werden Sie das Problem nicht lösen. Sie haben dann einen schönen zivilen Widerstand gesetzt, ja, haben Sie in der Promi in der Zeitung, wir treten da öfter in OE24 auf und unterhalten uns darüber. Alles aus Ihrer Sicht wunderbar, aber was haben Sie denn erreicht? Ich glaube, durch Gespräche und durch demokratische Prozesse können wir wesentlich mehr erreichen, auch zum Klimaschutz. Herr Mayer, Sie kommen ja aus dem Polizeibereich. Wir haben Dutzende Demonstrationen in Wien auch als Polizist beobachtet. Haben Sie eigentlich Gefahr, dass die Klimaaktivisten sehr, sehr radikal werden, zu radikal für ihre Forderungen? Also zuerst einmal möchte ich ein Lob der Wiener Polizei aussprechen, die in einer sehr verhältnismäßigen Form hier vorgeht und diese Kundgebungen auch dann letztlich auflöst. Ich kann Ihnen sagen, das ist für Polizistinnen und Polizisten ganz, ganz schwierig, denn da geht es auch um ihre Gesundheit. Und da geht es um die Gesundheit und das Leben der Menschen, die zum Beispiel in einem künstlich erzeugten Stau stehen. Also das ist für die Polizei eine ganz schwierige Situation. Das, was mir aber wirklich Sorgen macht, ist, dass Sie mit Ihren Aktionen die Aggressionsspirale, wie ich schon sagte, einfach weiter und weiter und weiter in die Höhe schrauben. Wie ich das auch in der Politik ganz allgemein verurteile. Wir brauchen eine Abrüstung der Worte. Wir brauchen auch eine Abrüstung der Maßnahmen und sollten das Gespräch suchen. Die Situation ist so komplex und so anspannend, was die Krisen betrifft, die einander die Hand reichen in den letzten 2-3 Jahren, dass wir nur mit einem Miteinander und einem konstruktiven Gespräch etwas lösen können und nicht dadurch, dass wir eine Spaltung herbeiführen und einfach die Aggressionen bei den Menschen steigern, die von ihren Aktionen geschädigt sind. Udo Guggenbichler, der Umweltsprecher der Wiener FPÖ, hat sie als Terroristin bezeichnet zuletzt. Der Karl Mayer gibt Ihnen die Hand, ja, die Friedenshand. Nehmen Sie sie an? Liebend gerne unter der einen Bedingung, dass der wissenschaftliche Sachstand entsprechend berücksichtigt wird. Meinetwegen kann man sämtliche Forderungen, die wir stellen als letzte Generation, ignorieren, wenn man auf den wissenschaftlichen Sachstand hört, auf die Menschen vom Climate Change Center Austria, die wissenschaftlichen Expertinnen und Experten zum Thema Klima, wenn man einfach ein Klimaprogramm vorlegt, wo das Climate Change Center Austria sagt, das ist hinreichend, um die Klimaziele, die wir uns gesetzt haben, einzuhalten. Und diese Klimaziele sind hinreichend, um diesen Planeten für viele, viele Generationen von Menschen bewohnbar zu halten. Liebe Frau Grumbeck, die Politik tanzt nicht nach ihrer Pfeife. Das heißt, Sie können mit der Politik Gespräche führen und ich glaube, dieses Angebot sollte immer aufrecht bleiben. Aber dann stellen Sie bitte zuerst Ihren Aktionismus ein und zeigen Sie, dass Sie gesprächsbereit sind. Und gesprächsbereit sein heißt auch, die Argumente des anderen aufzunehmen und wie ich heute schon mehrfach gesagt habe, nicht immer zu glauben, dass Sie 100% der Wahrheit gepachtet haben. Glauben Sie, dass man auch mit physikalischen Gesetzen verhandeln kann? Dass man auch mit der Klimaphysik verhandeln kann, wenn man ein paar Jahre länger braucht, dass man dann die Erderhitzung erst ein paar Jahre später einschlagen lässt? Glauben Sie, dass das möglich ist? Ich glaube, es ist nur möglich, Klimaschutzmaßnahmen zu setzen, wenn man erstens die Menschen mitnimmt und zweitens berücksichtigt, dass es auf dieser Welt viele, viele Sorgen gibt und dass Klimaschutz eine der größten Sorgen ist, aber diese Probleme nicht nur isoliert gesehen und gelöst werden können. Es gibt ja nicht nur jetzt Ihre Gruppe, letzte Generation, auch die Gruppe Fridays for Future macht wieder mit beim Aktionismus. Greenpeace hat sich ebenfalls wieder zu Wort gemeldet. Heute hat Lena Schilling, die von der Gruppe Fridays for Futures ist, nicht den Karl Mayer blockiert bei einer Pressekonferenz, sondern in der Wirtschaftskammer den Harald Mayer. Gibt so etwas wie einen Kampf um Aufmerksamkeit innerhalb der diversen Klimagruppen? Das sehe ich gar nicht. Wir sind uns eigentlich alle völlig einig, wo wir hinwollen. Wir wollen eine Welt, auf der unsere Kinder und unsere Enkel halt auch noch leben können. Und wir sind uns halt auch bei den grundlegenden Maßnahmen, die gesetzt werden müssen, ziemlich einig, weil das einfach alles gemeinsam auf dem Stand der Wissenschaft basiert. Wir sind uns höchstens nicht ganz einig darüber, mit welchen Methoden wir da am effektivsten vorankommen. Und
bezüglich der konkreten Maßnahmen. Es ist nicht immer so, dass es heißt, ja, die einen sagen das, die anderen sagen das. Es gibt einen Stand der Wissenschaft. Es gibt einen wissenschaftlichen Konsens. Und es ist zum Beispiel wissenschaftlicher Konsens, dass wir aus Öl und aus Gas raus müssen. Generell aus den Fossilen. Weil Sie da angesprochen haben, die OMV. Wenn die OMV es ernst meinen würde, mit dem Ausstieg aus Fossilen, warum will dann die OMV nach neuen Gasvorkommen bohren? Warum will sich die OMV in Norwegen neue Öl- und Gaslizenzen sichern, wenn sie doch raus will aus dem Öl und dem Gas? Weil sie viele Maßnahmen, die sie fordern, eben nicht mit dem Fingerschnipper schaffen, sondern eine Umstellung derart komplexer Systeme nur Schritt für Schritt in einem Stufenplan möglich ist. Aber akzeptieren Sie doch wenigstens, dass die OMV massive Schritte in die Verbesserung der Situation trifft und gesetzt hat. Ihnen ist es nicht weit genug, Ihnen ist es nicht schnell genug. Das akzeptiere ich. Aber das bedeutet nicht, dass Sie das Recht haben, deshalb tausende Menschen in Geiselhaft zu nehmen, auf der Ringstraße oder am Franz-Josefs-Quai, wenn Sie mit Ihren Klebeaktionen die Menschen behindern und teilweise in ihrer Gesundheit gefährden. Wir lassen für Notfälle immer mindestens eine Spur frei, wo niemand angeklebt ist. Das heißt, wenn Notfälle kommen, können wir die durchlassen. Sie sehen es selbst, was passiert in der Dynamik einer derartigen Situation. Sie spüren die Aggressionen, die Ihnen entgegenkommen. Wir sind in unserer schwierigen Zeit voller Krisen aufgefordert, miteinander Probleme zu lösen und nicht dadurch, dass wir Aggressionen steigern. Und ich versuche auch, meine eigenen Emotionen, gerade Ihnen gegenüber, so weit in den Griff zu behalten, dass wir im Gespräch bleiben. Und ich glaube, das sollte man tun. Und da könnten Sie vielleicht auch etwas mitnehmen und vielleicht noch mehr Gesprächsbereitschaft zeigen und mit dem Aktionismus endlich Schluss machen. Ich würde auch gern endlich Schluss machen mit dem Aktionismus sozusagen. Ja, dann tun Sie es. Dann tun Sie es. Aber bitte erkennen Sie den wissenschaftlichen Sachstand an. Bitte erkennen Sie an, worauf wir zusteuern und dass die Maßnahmen, die gesetzt werden, bei weitem nicht ausreichen. Und es gibt auch gerade in der Ölindustrie, die OMV ist da bei weitem nicht der größte Player, etliche Firmen, die mit dem neu eingeweihten Solarpark Werbung machen und gleichzeitig 99% des Geldes investieren in neue fossile Vorkommen. Aber die fossilen Vorkommen, die wir schon kennen, die wir schon angebohrt haben, die sind ausreichend, um die Erde in einen völlig anderen Klimazustand zu befördern. In einen Klimazustand, der nicht mehr so menschenfreundlich ist wie heute. Und warum wollen wir da noch neues Öl und neues Gas bohren? So ungefähr wie der Heroin-Junkie, der sagt, ja, aber morgen höre ich auf, aber heute setze ich mir noch die größte Spritze. Haben Sie eigentlich Angst davor, dass eine Ihrer Aktionen, egal ob es eine Schüttung ist in einem Museum, eine Klebeaktion auf der Straße oder was auch immer euch in der Vorweihnachtszeit einfallen wird, völlig aus den Fugen gerät und wirklich was Gröberes passiert? Also wir bereiten gerade, was Kunstaktionen betrifft, das gründlichst vor, dass da nichts passieren kann, dass eben wirklich nur das Glas erwischt wird. Und sollte irgendetwas anders sein als geplant, zum Beispiel das Gemälde ist, dass das Glas davor ist, nicht zu erkennen oder sowas, dann wird die Aktion abgebrochen, damit wir da nichts riskieren. Was Straßenaktionen betrifft, wir wissen auch, was international schon passiert ist, dass da Menschen teilweise weggezerrt werden. Aber das Ärgste, was passiert, ist eben, dass Menschen halt ein paar faule Eier abkriegen oder eine sprichwörtliche Watschen. Und das ist alles nichts im Vergleich zu dem, was auf unsere Gesellschaft zukommt, wenn wir die Klimakatastrophe eskalieren lassen. Wenn so Dürrekatastrophen wie diesen Sommer jedes Jahr wiederkommen, wenn das Wetter immer extremer wird und diese Überschwemmungen, wo ganze Häuser fast weggespült werden, sich wiederholen. Oder 2021 mit 150 Toten in Deutschland, in Österreich sind wir glimpflich davon kommen. Was ist, wenn das wieder und wieder und wieder kommt? Frau Grumbeck, schauen Sie sich das Meinungsbild der Österreicherinnen und Österreicher an, was die von ihren Aktionen halten und was die von der letzten Generation halten und wie sehr sie überzeugt sind, die Österreicherinnen und Österreicher, dass sie zum Klimaschutz etwas beitragen. Die sind ihm überzeugt, sie tragen gar nichts dazu bei. Sie suchen ihre Bühne, sie finden sie, auch heute in OE24, weil wir darüber reden müssen. Aber ich sage Ihnen, hören Sie auf mit Ihrem Aktionismus, gehen Sie in ernsthafte Gespräche, dann können Sie was erreichen. Der zivile Widerstand ist kein Beliebtheitswettbewerb. Es geht nicht darum, sich bei allen Menschen beliebt zu machen als
Gruppe für die Aktionen. Mhm. Es geht darum, einfach, dass kein Vorbei mehr gibt zu den elementarsten Klimaschutzmaßnahmen. Aber Menschen mitzunehmen bei ihren an sich wichtigen Überlegungen zum Klimaschutz, glaube ich, da geben Sie mir schon recht, dass also, man Menschen mitnehmen muss, wir müssen, oder? Wir müssen keine Menschen mehr mitnehmen. Die Menschen wurden schon mitgenommen durch die großartige Arbeit von Bewegungen, zum Beispiel also, Fridays for Future. Sie wollen die Menschen zwingen, das ist der Unterschied. Jetzt geht es nicht mehr darum, noch mehr Menschen mitzunehmen. Die 20% oder sowas, die bis heute nicht begriffen haben, dass es sowas wie eine Klimakrise gibt und dass die Menschen gemacht ist, die werden es sowieso nie begreifen und werden ins eigene Haus davon. Aber ich bin überzeugt von der Klimakrise. Ich bin überzeugt von der Klimakrise, aber Ihre Argumente überzeugen mich nicht und Ihr Aktionismus treibt mich weg. Und das ist nicht in Ordnung. Ja? Bezüglich, was bewirken jetzt diese Aktionen? Da gibt es Umfragedaten aus dem Vereinigten Königreich zum Beispiel. Die Bevölkerung sieht es sehr, sehr ähnlich wie hier, nämlich buh, pfui, bitte nicht. Die Nerven, klar. Aber wenn man dafür, dass wir Menschen dermaßen auf die Nerven gehen, wenn 9% der Leute schon sagen, unterstütze ich voll und ganz, und weitere 27% sagen, ich unterstütze zumindest die Anliegen, dann zeigt es doch, dass da einiges im Argen liegt. Und gerade was das UK betrifft, Just Stop Oil, die machen teilweise noch viel, viel wildere Sachen. Die werden genauso von einer breiten Mehrheit der Bevölkerung in ihren Aktionen abgelehnt. Aber gleichzeitig hat sich unter anderem auch durch diese Aktionen der gesellschaftliche Diskurs verschoben, nämlich dass jetzt eine Mehrheit der Bevölkerung die Forderung teilt, nämlich die Forderung, keine neuen Öl- und Gasprojekte. Frau Grunberg, nehmen Sie mit, dass 2/3 der Bevölkerung in der Zwischenzeit militant gegen Sie auftritt und auch den Klimaschutz bereits in Frage stellt. Das ist die Gefahr. Sie treten den Klimaschutzgedanken buchstäblich mit Füßen. Es gibt in diesen Umfragedaten eben keinen Hinweis darauf, dass die persönliche Bereitschaft, Klimaschutzmaßnahmen mitzutragen, leidet unter den entsprechenden Aktionen. Es gibt auch keinen Hinweis, dass die persönliche Bereitschaft, sich dafür einzusetzen, leidet darunter. Im Gegenteil, sowohl die Zahl der Menschen, die sagen, sie fordern strengere Klimaschutzmaßnahmen, steigt, als auch die Zahl der Menschen, die sagen, sie könnten sich vorstellen, zum Beispiel ihren Politiker mal anzurufen, steigt infolge der entsprechenden Aktionen. Und wir versuchen jetzt nicht, in Österreich alle Menschen für die Aktionen zu gewinnen, sondern wir versuchen, die Menschen für die Aktionen zu gewinnen, die verstanden haben, wie schlimm es steht und dass sie die ganze Zeit schon denken, ich kann bei diesem fossilen Wahnsinn in unserer Gesellschaft, bei diesem mit Vollgas in den Abgrund rasen, einfach nicht mehr mitspielen und ich muss mich diesem Wahnsinn in den Weg setzen. Rüsten Sie Ihre Worte ab, suchen Sie vernünftige, konstruktive Gespräche. Mit Wahnsinn und Hölle werden wir das nicht schaffen. Es sind teilweise die Worte des UN-Generalsekretärs. Auch diese Worte muss man hinterfragen. Und wenn wir genug Menschen sind, die sich so in den Weg stellen, dass sie sich einfach nicht mehr aufhalten lassen von anderen Dingen, als in Haft genommen zu werden, wenn das einige hundert Menschen machen hier in Österreich, dann ändert sich was. Dann gibt es die ersten Richter, die sagen, ich kann diesen Menschen nicht verurteilen, weil dieser Mensch hat Recht. Das sieht man jetzt zum Beispiel schon in der Schweiz. Also so einen Rechtsstaat wünsche ich mir nicht, dass ein Richter darüber entscheidet, ob ihm das Anliegen gefällt oder nicht gefällt. Der hat nach seinen rechtlichen Vorschriften und nach den Gesetzen zu handeln. Das alles gilt nicht im Verwaltungsstrafrecht, über das wir heute sprechen. Es gibt trotzdem auch den rechtfertigenden Notstand sozusagen. Und die Klimakatastrophe ist ein Notfall. Merken und alles Sie nicht, andere dass leider Sie sich nicht da in eine Sackgasse argumentieren? Warum? Sage ich Ihnen noch einmal, Klimaschutz ist ein ganz zentrales und wesentliches Anliegen. Aber schützen wir diesen Klimaschutzgedanken dadurch, dass wir die Menschen auf dem Weg mitnehmen? Schützen wir den Klimaschutz dadurch, dass wir Klimapolitik machen, die mit den physikalischen Fakten vereinbar ist, mit der Wissenschaft vereinbar ist? Ja, Sie sehen, meine Damen und Herren, das ist ein Thema, das wird uns noch lange beschäftigen. Auf der einen Seite die Politik, die den Dialog sucht, aber ihn nicht so wirklich den Weg dorthin findet. Und auf der anderen Seite Aktivistinnen wie Martha Grundbeck, die bereit ist, für ihre Anliegen eingesperrt zu werden, Strafen zu bezahlen und sich auch in Zukunft als Superkleber, wo auch immer, in Österreich zu engagieren.